Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist ja auf der E3 ein nettes kleines Spiel angekündigt worden. Und zwar The Awesome Adventures of Captain Spirit. Das ist ein Werk der Entwicklerfirma Dontnod Entertainment, die ja auch für die Life is Strange Teile oder auch den neu erschienenen Vampyr Action Adventure verantwortlich ist. Dieses Spiel ist kostenlos downloadbar. Ich weiß jetzt nicht auf welchen Plattformen genau, aber ich glaube PS4, Xbox One und PC oder sowas. Und wie gesagt, ist ein kleines Zwischenspiel für die Leute, die auf Life is Strange 2 warten. Und ich spiele das Spiel hier selber gerade zum ersten Mal. Es ist gerade vor 4 Minuten freigeschaltet worden im Store. Ich spiele es auf der Xbox One und dachte mir, ich begleite. Ich lasse euch dann gleich mal auf meiner Reise begleiten und dann spiele ich dieses Spiel blind und mal sehen, was Captain Spirit denn für uns zu bieten hat. Gehen wir gleich mal ins neue Spiel. Und dann scheint es ja auch gleich sofort loszugehen. Höchstwahrscheinlich würde hier gerade Musik laufen, aber die habe ich im Menü auf die lizenzierte Musik deaktiviert, weil ich keine Ahnung habe, wie das rechtlich passt, ob ich das als Let's Player darf oder nicht. Deswegen lieber mal ausgestellt, bevor mir irgendwelche Rechtsanwaltsbriefe ins Haus flattern. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. It's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Maske oder Helm? Gute Frage, ne? Ich bin ja eigentlich eher so der Fan von Masken, weil wenn ich mir so die Superhelden anschaue, die Helme haben, die sehen ja eigentlich nicht so knorke aus. Ich würde sagen, wir nehmen eine Maske. Looks cool so far. Let's see. What about the armor? Okay, schwere Rüstung oder leichte Rüstung?
Wenn ich jetzt leichte Rüstung nehme, dann nimmt das ein bisschen so. Ich glaube, das wird dann so Superman-mäßig, oder? Das wird doch mit leichter Rüstung gemeint. Was ich übrigens auch gleich mal hier positiv anmerken möchte, ich finde die Synchro von dem Jungen schon mal ziemlich geil. Die ist richtig nice gewählt, diese englische Synchro. Finde ich super. So, und jetzt leichte Rüstung oder schwere Rüstung? Ich bin ja eher immer so der Fan von so leichten, agilen Rüstungen. Nehmen wir mal leichte, komm. Wir müssen ja nicht gleich so einen Batman-Kampfpanzer nehmen. Oh, cool. Should he be dark or colorful? Okay, jetzt. Dunkel oder farbenfroh? Farbenfroh ist oft immer ganz kitschig. Aber so komplett dark. Ja, komm, ich komplett für dunkel jetzt. Hau mir eine fett schwarze Rüstung rein. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Das gefällt mir, was er gemalt hat. Der Zeichenstil ist auch irgendwie cool. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. Okay. Jetzt können wir natürlich in Life is Strange-Manier erstmal alles angucken, I could do a training was session with my power. man hier Captain so tun Spirit doesn't kann. need weapons. But just in case. Okay. Ein Lieblingsbuch. I've read this one so many times. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Chris, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt bin ich an der Reihe, dir ein Buch zum Lesen zu geben. Dein Kumpel Hal. Okay, der Junge heißt also Chris. Hätten wir das auch schon mal herausgefunden? Das wurde ja, glaube ich, bisher nicht erwähnt, soweit ich das mitbekommen habe. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Ziemlich dürftiges Baumhaus, aber sieht an sich schon geil aus. Walkie-Talkie anrufen, machen wir das doch mal. This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Okay. I miss playing ball with my friends before we moved. Ah, okay, ich verstehe, was hier passiert ist. Der ist scheinbar weggezogen von seiner alten Heimat und jetzt hat er hier gar keine Freunde mehr und ist komplett allein. Das ist natürlich ziemlich krass. Hey, Spider Baby, I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Chris! This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Der hat Frozen auf DVD? War das nicht schon die Blu-ray-Zeit? Okay, muss man nicht verstehen. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Okay, ich glaube, der Vater hat gerade gerufen, dass ich runterkommen soll, aber ich bin noch nicht fertig, hier alles anzugucken. Oh, der Spirit-Umhang hängt hier im Schrank, finde ich cool.
I could take over the town with this army. Or the world. Okay. Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Ich find's ja auch cool, wie er diese Post-it-ähnlichen Zettel hier einfach mit so Sachen. Give me one second! Your time is up. Oh, kommt er jetzt hoch oder was? Mmm, chocolate. Thanks, Claire. Natürlich esse ich mein Adventskalendertürchen. Jeez, good job, Chocolate Hog. Okay, hat ihn er selbst leer gefressen und beschwert sich jetzt, dass das Türchen leer ist oder was ist hier passiert? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Oh, Alter, ich habe hier noch so viel Zeug anzugucken und der Papa schreit, dass ich kommen soll. Das geht gar nicht. This isn't greedy, right, Santa? Plus, lieber Weihnachtsmann. Ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Hot Dog Adventures Playbox. Playbox-Konsole, schwarz. Zeichenpapier und Stifte, farbig. Durchgestrichen. Basketballunterricht. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Okay. Also ich schätze mal, Playbox wird eine Spielekonsole sein. Und Hot Dog Adventures ist ein Spiel, das er dazu haben möchte. Diese Konsole, die da oben steht, die schaut ja auch ziemlich... At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. Ist das irgendwie so eine billige Variante von Playmobil? I know! Do not make me come over there! This sucks! Oh! Dad said he was gonna fix that last month. Right? Ja, ich schätze mal, das spielt auch nicht gerade in der Neuzeit. Allerdings hat er eine Frozen DVD. Da muss es doch schon geilere Fernseher und geilere Konsolen geben. What kind of a Viking would I be? Ralf der Wikinger, cool. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. I wonder where he hit them. Ach komm schon, das bisschen in die Luft jagen ist doch nicht so schlimm. Lass doch den Kindern ihren Spaß. Ooh, the shark stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Wie kann ich das jetzt wählen? No! Ah! How can you run over innocent people? Nobody should die like that. Mantroid and his minions will pay for this. I swear I'm gonna kick your ass if okay. I come get you. God damn it. Ich habe jetzt mal so analysiert, dass es der Familie von dem Jungen scheinbar nicht so gut geht finanziell. Und das Verhältnis zu seinen Eltern oder zu seinem Vater insbesondere scheint ja nicht so geil zu sein. Hey. Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Also hätte ich gewusst, dass es Toast zum Frühstück gibt, wäre ich auf jeden Fall gleich gekommen. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Toast, der im Toaster war, und dann... so lange liegt, bis er wieder kalt ist. Das ist so abartig eklig, ich mag das überhaupt nicht. Der Toast muss sofort belegt werden und sofort gegessen werden, wenn er noch warm ist. Das geht sonst gar nicht. Ja, wobei, mit Rührei... Das Rührei macht es vielleicht ein bisschen wett. Huh.
What'd you expect, a waffle? Oh. Okay. Scheinbar wurden die Eltern irgendwie geschieden und jetzt lebt der Junge bei seinem Vater und der Vater ist mit ihm weggezogen. Also das ist meine Interpretation. Weil wenn man jetzt so eine Antwort geben kann wie ich mag die von Mama, dann kannst du ja praktisch der Mama nachtrauern. Also ich gehe mal von aus, dass das hier der Fall ist. Aber ich sage jetzt mal dem Vater, es ist gut, weil das ist voll arschig. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. Ich wollte gerade den Kommentar abgeben, trinkt der Typ eigentlich gerade am Frühstück schon Bier? Aber ich werde das jetzt als kleiner Junge nicht zu seinem Vater sagen. Das kannst du nicht bringen. Ich bin jetzt einfach mal nett zu meinem Vater. So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today I bet we win. Now that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody yet? Ask you about it or say anything at all? Ich sag jetzt mal, es tut irgendwie weh. Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. Makes me sad that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console. A basketball costs $10. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later.
Okay. Okay. What would Captain Spirit do? Ich habe jetzt gerade schon gemerkt, das ist wieder eine Sache, die mich auch ein kleines bisschen schon bei Life is Strange gestört hat, was mir die Story ein bisschen madig macht. Man wird, wenn man da so einen deutlich jüngeren Charakter spielt, das ja doch immer mit einem gewissen erwachsenen Blick spielen. Und dann ist es wahrscheinlich immer ein bisschen ein Problem, wenn du jetzt da so ein kleiner Junge sein willst, natürlich auch ein bisschen mit dem Denken von so einem kleinen Jungen arbeiten musst, aber in Wirklichkeit eigentlich dich voll in den Vater reinziehen kannst, weil das Leben sicherlich gerade nicht so geil ist für den Vater. Da, ich glaube, da das beeinflusst schon ein bisschen meine Spielweise. Das ist mir im Life is Strange relativ leicht gefallen, muss ich sagen. Nur habe ich das bei Before the Storm zum Beispiel gehabt, dass mich das ein bisschen genervt hat, weil Chloe wirklich solche merkwürdigen Aktionen gestartet hat, wo ich einfach nicht mit mir vereinbaren hätte können. We're in numbers for you on this list. Oh yeah. Cool story, Dad. Jeez, that is packed. I better take it out. Okay. Ooh, Dad's going shopping. Zucker, Papier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch und Barbecue-Chips. Alter. Ja, ich würde sagen, ich füge Eiscreme hinzu. Let's see. Du kannst dafür auch gerne die Barbecue-Chips weglassen. Sowas schmeckt doch nicht. Die verdammt beste Stadt in Amerika. Ah, Wortspiel mit Damm. Mhm, verstehe. Okay, alles klar. Okay. Ich kann hier Milch trinken. Die habe ich gerade eben erst reingestellt. Die brauche ich jetzt nicht trinken. Oh, Essensreste. Die gammeln ja schon hier. Käse-Macaroni mache ich mir jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen. Ich schmeiß mal die Essensreste weg. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Das ist der das ist der Haushaltssimulator hier momentan. Ich würde sagen, spülen geht schon klar. Ich meine, das ist eh gerade nur mein Geschirr da drin. Maybe I could cook something for Dad. Ah, deswegen. Ich soll ihm Instant-Nudeln machen, dass der Papa was zu essen hat. Okay, dann ist natürlich was anderes. Ich dachte jetzt, ich mache die Nudeln für mich. Dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Dann mache ich jetzt diese Nudeln für Papa. Nehmen wir doch nochmal in den Kühlschrank zurück. Beginning countdown to launch. 5, 4, 3, 2, 1. Sollte man da nicht normal immer erst diese... Funktioniert das nicht normal so, dass man erst den Deckel abmacht oder so? Oder wenigstens Löcher reinsticht? Was ist denn da für ein Raum? Oh, das ist die Waschmaschine. Ew, these clothes even smell dirty. Rein damit. Now you'll learn your lesson and stay clean.
I could help Dad do the laundry using my mind magic. That's how you dominate. That's it. I hope I set this right. Ich weiß ja jetzt nicht, wie so amerikanische Dinger funktionieren, aber macht man da nicht trotzdem irgendwie Waschpulver rein oder so? Na, okay. Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. Okay. Mit dem Umhang fühlst du dich also besser, kann ich verstehen. Jetzt möchte ich erstmal schon schauen, ob das Essen fertig ist. Still in progress. Oh, ist das so ein Echtzeit-Timer? Das ist ja mal cool gemacht, dass man da tatsächlich zugucken kann, bis es fertig ist. Fry. Bin. Kann es sein, dass ich... Telefon? Hey, can you get that? Ich mach grad dein Essen. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd oh mein Gott. I'd like to tell you and your family about Jesus, our Nein. Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Why is the microwave beeping, kiddo? Did you use it? Ach komm schon, Papa. Jetzt sei doch nicht so aggro. Ich mach dir gerade Essen, weil du dir selbst kein Essen machst. Snack time! Did you make that for me? You wouldn't get up during the game, so I thought you could eat out here. I can nuke this mac and cheese in no time. Not bad. Not bad at all. You better start cooking from now on, buddy. Mom made the best mac and cheese. Och, lass das doch bitte. She did make the best mac and cheese. But this is the perfect comfort food for a winter game day. Thanks. Well, taste it first. Best mac and cheese ever. Ja. Ich habe noch nicht meine Aufgabenliste angeschaut. Also ich habe ja jetzt hier... Okay, Kostüm herstellen. Captain Spirit Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Die Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten. Ich wette, Mandroid versteckt sich auf seinem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und ihn finden. Okay, Superhelden-Team. Mustard Party 2, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Okay. Wasserfresser. Okay, dann würde ich mal sagen, hole ich mal meinen Umhang, weil dann geht er ja in diesen dunklen Raum rein und dann können wir... Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Okay. Der nimmt den nicht. Okay, dann machen wir was anderes. Dann schauen wir mal die anderen Sachen hier noch durch. Was haben wir denn hier noch? Schminke.
Ooh, now I can use that makeup from Halloween. No diving today, Nemo. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Als ich vorhin das Spiel gelesen habe auf seiner Wunschliste und diese abstrakte Schreibweise von Hot Dog gelesen habe, habe ich schon echt befürchtet, dass das sowas ist. Aber ernsthaft, Leute, ihr macht einen Superhelden, der ein Hot Dog ist. Der heldenhafte Hot Dog Man, allein und vergessen, ist das Ende von Hot Dog Man? Aviso Comics. Okay. Natürlich Also Comics eigentlich so, ne? Weil das ja so awesome heißen soll. Sticker auf dem Klo. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. I wonder when I can start to shave. Superhero shave? Jeez, where's the heat? I bet the water eater's sleeping again. Du willst ja nicht in den Raum mit dem Ding rein. Du willst ja scheinbar erst. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? My message is that Mantroid will never win, and I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Es sollten, egal wie schwer die Umstände sind, es sollten immer die Eltern sein. Komm. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Okay, hätten wir das auch geklärt mit uns selbst? Okay, Papas Zimmer, jetzt wird's interessant. Was ist hier los? I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. I'm too old to be measured now, right? Locked. I wonder what Dad keeps in here. Alter, der sperrt seinen Schrank im Schlafzimmer ab, Alter. Dad doesn't play Mom's records as much as before. Ah, da kommt wieder mal keine Musik, weil ich die ja deaktiviert habe. Na gut. Dann brechen wir das auch gleich ab, weil ohne Musik ist das natürlich nicht so atmosphärisch. I love listening to Mom's old records. Oh, I could use this to make some cool armor. Shoot, that's way too high for me to reach.
Da ist ein Stuhl. Ah, okay, man kann ihn tatsächlich bewegen. Also, mein Gedanke ist erfüllbar. Dad was so angry at the police. 10. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Okay, Dude. I remember Dad yelling on the phone a lot. Leute, meine Google-KI hat gerade reagiert. Das ist echt krass. 28. September 2016. Mr. Charles Erickson. Obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Okay. Jeez. Dad wrote a lot of letters. 20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahme von Asteroid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Braysemont, Verkehrsüberwachung. Okay. Okay, ich glaube eher, die Mutter hatte vielleicht einen Unfall und ist gestorben. Also, das ist jetzt meine weitere Erkenntnis daraus. Weil wenn er denn Überwachungskameras von der Straße haben möchte, dann sucht er ja scheinbar Beweise für irgendwelche Schuldigen oder so. Dass da vielleicht die Mutter umgekommen ist und die jetzt alleine leben müssen. I'm breaking the superhero code. Das wäre auf jeden Fall eine noch krassere Sache wegen den beiden, dass die so drauf sind. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Yes! Das ist der Schlüssel zu seinem Schrank. Okay. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Dann gehen wir mal in Papas Schrank. Careful of booby traps. Okay, da ist zum einen mal eine Konsole, eine Playbox. Oh my God. Dad actually got me the new Playbox? No way! Dad used to always talk about this basketball. Ah, das ist ein geiler Schachzug von dem Vater. Er hat mir am Frühstückstisch einen aufgetischt, dass die Playbox zu teuer wäre und hat sie eigentlich schon lange gekauft, weil er irgendwie wusste, dass ich sie mir wünsche. Boah, das ist ja mal richtig krass. Das ist so ein richtiger Eltern-Dick-Move, ey. Dad never told me he had a new. Oh, bestimmt ein Liebesbrief hier. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend. Ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach. Daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Audra. Oh, das ist ja voll cute. Okay. Aber scheinbar hat er ein Problem damit,
mich ihr vorzustellen. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. Okay. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. Okay, alles klar. Scheiße. So we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. 12.06.2015. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Clamp Immobilien. Okay, das ist hart. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Schulbezirk. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Mangum, Schulbezirk Sunny Creek. Okay. Also scheinbar war der Vater Basketball-Coach oder sowas in der Schule und war scheinbar auch mal ein bekannter Basketballspieler oder so, zumindest so halb bekannt, dass er irgendwie auf so einen Scout aufmerksam wurde und aber aufgrund seiner Alkoholprobleme dann Probleme bekam, da in der Schule weiter tätig zu sein. Das war wahrscheinlich, das ist schon, also eigentlich schon ziemlich krass, was der Vater erlebt hat, muss ich schon sagen. Ziemlich krasse Sache. Dass er natürlich jetzt sich so verhält, ist dann auch gar kein Wunder. War auf jeden Fall schon mal eine interessante Geschichte. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Oh man, she loved this song. I haven't listened to it since for a long time. So, schauen wir mal, was wir im Wohnzimmer noch machen können. Goodbye, Log. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Boxcar, die Fachzeitschrift für Zugreisende. Die Erde auf Schienen. Poeten in einem Zug nach San Francisco. Okay. Oh, er hat gar nicht weiter gegessen. Was soll denn das? Oh, Autoschlüssel. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Okay. Boah, wenn das Spiel es jetzt so gemacht hat, dass sich der Papa aufregt, wenn ich vorm Fernseher rumrenne, dann finde ich das richtig geil. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so einprogrammiert ist. Es wäre aber voll witzig. Es wäre echt verdammt geil. Oh, I didn't know you had invisibility powers. Except they don't work. Er hat tatsächlich, er hat einen Spruch dazu abgelassen. Wie cool. Haha, ist das geil. Dad?
at the closest at notebooks. Okay, das ist cool. Why does he drink that if it just makes him mad? Dad. Are you kidding me, Ref? Okay, er will scheinbar nicht reden. That guy fucking carried it. They dropped this guy and not me. I could run circles around that guy. Okay, mit der Darstellung des Fernsehprogramms haben sie sich jetzt nicht so die Mühe gegeben, muss ich sagen. Weil das ist ja auch eigentlich Nebensache. Dad never smiles like that anymore. Ah, genau. Okay, er war... Yes, hell of a dunk. If I could go back in time, I'd go see him play. He looks so different in his basketball outfit. Okay. War das vergangene Basketballzeit? Dad was so popular. Okay, ganz viele Sachen hier noch zu anzugucken. Let's check this out. Städte des Schmerzes. 50 zum Sterben gute Westernfilme von Miguel Fresca. Ooh, that looks scary. I should read that. Die Nachtschattentagebücher von Tiffany Kroc. Okay. Sorry, Pop. It's war. Meinst du, es ist gerade eine gute Idee, das zu machen? Ich meine, der ist gerade voll pissed. Why Dad never hangs out with Nick anymore. Westernland Park. Okay, da scheint wohl ein guter Buddy von dem Papa zu sein. Und die stehen wohl beide auf Western. No, no, no! I wish I could have gone on a hike with Mom. Geheime Wanderpfade Oregons. Laura Bora und Dave Treffen. This has to be Mom's. She liked art. Teen Spirit, Seattle 1990 bis 1995, Mark Jefferson. Mark Jefferson? Das ist doch der Guy. Ist das nicht der Lehrer aus Life is Strange 1? Hieß der so? Dieser Fotograf, der dann am Ende, ihr wisst schon, wenn ihr Life is Strange 1 kennt, das war doch der Lehrer, oder? Das ist ja geil, dass das so ein... Dass das praktisch so eine Verbindung herstellt hier. Das finde ich gerade ziemlich cool. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank, bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen. Oder wie lange auch immer du brauchst und dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Okay, das scheinen scheinbar die Schwiegereltern von ihm zu sein. Die ihm anbieten, dass er eine Selbsthilfegruppe besucht und währenddessen bleibt der Kleine bei denen. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt, indem wir deinem wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe antreten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide da, immer. Peter. Okay. Handy freischalten. I need a pin code. What is it? Okay.
Das ist, schätze ich mal, so ein ähnliches Rätsel wie das, wo man in Life is Strange 1 machen muss, indem man da ja diesen... oder nein, das war in Before the Storm, glaube ich. Wo man den... There's my hot dog man. Wo man den Key für diese Truhe finden muss, um das Geld von dem zu einem Typen aus dem aus der Schule zu holen. Da gibt es jetzt irgendwelche Hinweise, die darauf schließen, was dieses PIN-Code sein wird. Join the Revolution. Schließen Sie sich der Revolution an. Wollen Sie mit Hot Dog Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihrem Kind, bedeckt mit Senf, und schicken Sie es uns. Es gibt jeden Monat viele exklusive Hot Dog Man Spielzeuge zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? Also, machen Sie ein Foto von Ihrem Kind, bedeckt mit Senf. Alter, what the fuck? I can't see Dad selling homes. Nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Werden Sie heute ein Immobilienmakler. Unser 10-wöchiger Kurs bietet alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Lisa Erwähner ist die Nummer 1 der Immobilienmakler im Nordwesten. Trat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie hier, um sich anzumelden und 10% Rabatt zu erhalten. Also man kann einen 10-wöchigen Kurs besuchen, einfach so als Random Guy, und kann Immobilienmakler werden. Okay. Wow, is he getting us tickets again? Best dad ever. Sei ein Held auf der HeldenCon 2017. Komm vorbei, Portland HeldenCon 2017. HeldenCon 2017, 15. bis 17. Januar, Portland City Center. Über 1000 Gäste, Events und Händler. Sei ein Held, registriere dich heute. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. Von NW Railway at TR. An mich. An alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Züge in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen Sie sich nicht auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, in die diese Gruppe involviert ist, melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich bitte per Mail oder innerhalb meiner Bürozeiten. Vielen Dank. Mike Stevenson, Betriebsaufsicht, Northwest Railway. Okay. Oh, those are Dad's pages. StatWorld, Suche, Spieler, Team, Saison, Punkte, Index, Startaufstellungen, Login, Registrieren, Vorhersagen, Spieler von A bis Z, Spielerstatistiken 2016 bis 17, Tabelle. Ja, okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich die Inhalte der Tabellen kriege, aber scheinbar nicht. Gut, also, ich muss das Handy knacken. Jetzt schauen wir mal, kriegen wir irgendwo einen Code raus, was denn eventuell... Hey, can you bring me a beer? Boring. The Great Northwest. Lokale Polizei sieht weitere Proteste nach Tod durch Erschießen. Seattle. Kleinere Unruhen und Proteste wuchsen einen Monat nach den unerklärten Toten eines Mannes aus der Gegend und eines Polizeibeamten weiter an. Die Polizei gab noch keine amtliche Stellungnahme heraus, doch Quellen zufolge wurde der Mann von dem Polizeibeamten erschossen, während die Todesursache des Beamten weiterhin unbekannt ist. Die Polizeibehörde von Seattle wurde von Bürgerrechtsbewegungen beschuldigt, den Vorfall falsch gehandhabt zu haben, was zu den öffentlichen Protesten und Unruhen führte. Okay. Okay, sure. Come on, do it for the old man. Ich gehe mal davon aus, dass ein stattlicher Mann sein Bier im Kühlschrank hat. Now that's a nice cold one. Cheers. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah? Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. Hey, you better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory. Okay. So.
Ich kann den Autoschlüssel ablegen, das muss ich auch noch machen, genau. Good job, buddy. Dann könnte ich die Recyclingtonne rausbringen. Ugh, I hate that beer can smell. Ich übrigens auch, wenn ich irgendwie so Bierreste vom Pfandflaschen irgendwo habe, in so einer Tüte oder im Rucksack. Boah, das ist so abartig. Okay. Also, jetzt könnten wir mal gucken, ob wir den Code fürs Handy rauskriegen. Andernfalls müsste ich mal schauen. Was ist nochmal das Problem mit der Tür hier? Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. We never use this door in winter because of the snow. Machst du es so auf, nach innen kommt der ganze Schnee raus. Oder geht die nach außen auf? Kann man gar nicht so gut erkennen, aber ich glaube, die geht nach innen auf. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie wir das Passwort vom Handy rauskriegen. Oder können wir vor die Tür? Dann gehen wir mal raus. So, und wie ihr bereits wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, sind diese Life is Strange-artigen Spiele ja alle relativ krasse Zeitfresser bei allem, was man da so entdeckt und erkundet und schauen kann. Würde ich mal sagen, mach mal den Part hier Ende und ich werde das Let's Play mal weiterführen und mal schauen, was uns denn noch weiter so hier zustößt, beziehungsweise was wir noch herausfinden über die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater und was denen denn so passiert ist. Und dann würde ich sagen, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao!